Während er geflohen ist, hat Tatsuya komplett sein Gesicht verstümmelt. Der hat seine Unterlippe komplett weg, sodass es ein bisschen kleiner aussieht und dass ihn auch keiner erkennt. Der hat Muttermale im Gesicht und ganzen Körper, die sehr auf ihn deuteten, hat er komplett weggemacht, sodass ihn kein Mensch mehr erkennt und dass er komplett in Ruhe fliehen kann und er sieht dann, dass er komplett wie ein anderer Mensch aussieht.